Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Eigentlich wollten wir den später starten, aber es passiert hier gerade was richtig Ekelhaftes. Und da dachten wir uns, es ist so ein super Anfang für den Vlog. Heute Morgen, als ich in die Küche gegangen bin, um Frühstück zu machen, sehe ich nur auf einer von unseren weißen Schranktüren so was Längliches, so glibberig, keine Ahnung. Und ich sage noch so zu Henrik, ah, kannst du das bitte wegmachen, weil er gerade so ein Tuch hatte. Und ich dachte, das wären irgendwie so Reste von Gemüse oder von irgendwas, keine Ahnung, nichts Lebendiges halt. Es ist einfach eine Made gewesen. Und er so scheiße. Weil das ist ein Problem, wenn man Maden hat. Weil wo eine Made ist, sind höchstwahrscheinlich mehrere Maden. Und jetzt gehen wir gerade die Küche komplett durch und versuchen die Quelle zu finden. Also in der Packung sind zwei. Ah, zwei Maden im Mehl. Aber das war... Aber das ist... Das ist nicht immer so alt. Wir sind doch keine Messis. Wahrscheinlich waren die schon vorher drin. Oh, ich habe so Gänsehaut. Boah, sowas, auf sowas sind meine Albträume gemacht. Ernsthaft. Und wer weiß, so Babymaden sind ganz klein und... Das sind halt so Eier, ne? Aber die... Nee, schmeiß bitte weg. Aber das war verschlossen. Schmeiß es bitte weg. Aber... Was mit den Haferflocken? Weiß ich nicht. Mögen Maden Haferflocken. Wieso haben wir überhaupt Maden? Ja, mich wundert nur, dass die da rausgekommen sind. Aber der Weg ist klar. Schublade, Schranktür und da oben habe ich die letzte gefunden. Also, die Richtung stimmt, würde ich sagen. Was wird aus Maden? Fliegen? Jedweder Art. Aber die war so lang. Große Fliege? Nein, ich weiß ja, in der Natur und so, irgendwie muss das ja alles funktionieren und unsere Welt ist wunderschön, aber... Ich habe trotzdem eine Schüttelfrostattacke nach der anderen hier. Also dieses Jahr ist echt was los gewesen. Erst hatten wir die Ameisen, dann die Wespen und jetzt Maden. Ich frage mich, was das ist. Ew. I don't wanna see, I don't wanna see. Ich habe die Quelle gefunden. Es war offener Hartweizengrieß und da drin liegen mehrere tote Fliegen. Die haben garantiert da Eier gelegt. Ekelhaft! Ja, schon. Aber sie sind alle tot. Scheinbar nur die Eier sind geschlüpft mittlerweile. Aber der war ja nicht einmal auf. Doch, doch, der war auf. Der hatte so ein... Warte, wie bei diesem Paniermehl. Ja, aber so das war kriegen das. Wir... Oh Gott, schmeiß das Paniermehl weg. Aber die Schublade ist doch gut. Ich weine gleich. Ja, okay, wir haben es gefunden. Boah, ich habe die Gänsehaut meines Lebens, jetzt ehrlich. Das ist so ekelhaft. Ja, den Auslöser gefunden. Ich würde jetzt tatsächlich nur echt alle offenen Sachen wegschmeißen, weil... Weil es ekelhaft ist. Ja, sagen wir mal, es liegt schon nahe, dass wir auch da reingegangen sind. Das Natron ist zum Teil verschlossen. Zum Teil, aha. Das sind kleine Päckchen. Ja, pa, stell dir vor, ich hätte Grießbrei machen wollen und dann schütte ich das so in den Topf und dann fallen da so Fliegen raus. Ja. Ich glaube, ich hätte geweint. Wahrscheinlich. Beste so Diät jetzt. Ever, denn danach isst man 5 Wochen lang, glaube ich, nichts mehr. Aber wir haben es gefunden. Das ging ja halbwegs schnell. Ich will euch irgendwas Fröhlicheres erzählen. Ich mache Henrik und mir seit ein paar Wochen, glaube ich, mittlerweile schon, morgens immer so Zitronen- bzw. Ingwerwasser. Also es hat mit Zitronenwasser angefangen. Und ich trinke wirklich jeden Morgen ein Glas so lauwarmes Wasser mit Zitrone. Und scheinbar soll das gut sein für die Haut und für den Körper und um wach zu werden. Keine Ahnung, ich wollte euch einfach was erzählen, was nicht mit Maden zu tun hat. Wir sind gerade auf dem Weg zum Friseur, ganz spontan, weil... Naja, bei mir ist es nicht ganz spontan. Ich habe den Termin schon vor einer halben Ewigkeit gemacht. Ja, stimmt. Ich möchte auch gar nichts Besonderes, nur wirklich die Spitzen. Deswegen habe ich auch heute überhaupt nichts mit den Haaren gemacht. Und nur so einen Zentimeter oder sowas ab, weil... Ich glaube, das letzte Mal beim Friseur war ich im Mai, als Kathi und ich uns haben gleichzeitig die Haare färben lassen. Also, das ist echt lange her. Und in 2 Wochen haben wir dieses Shooting mit Garnier zusammen. Da fahren wir nach Paris und da wird dann geshootet für das neue Hairfood nächstes Jahr. Das ist sowas an cool. Ja, und deswegen will ich, dass meine Haare wirklich so gut es geht aussehen. Also... Schadet das jetzt bestimmt nicht. Das Wetter ist mal wieder mega schön. Wir haben 29 Grad und Sonne.
Ja, es ist voll krass. Vor allen Dingen, als ich rausgegangen bin heute Morgen, habe ich mir gedacht, oh, ist so komisch warm heute. Auf jeden Fall, wir haben uns ein bisschen schicker gemacht, wie ihr sehen könnt, weil wir danach noch mit meinem Papa und mit seiner Freundin verabredet sind und wir fahren zum Essen. Wir haben die eingeladen, weil wir haben ja vor 3 Wochen oder so eine Date Night gemacht und da waren wir in einem Restaurant und es war so gut. Es war ein Italiener und ich habe selten so gut gegessen. Und seither hatte ich irgendwie so die Idee, halt meinen Papa dahin einzuladen. Deswegen haben wir uns auf jeden Fall halt schon so angezogen dafür und haben unsere Laptops auch eingepackt. Ja, genau, damit wir da in der Stadt ein bisschen noch was wegarbeiten können, während wir so die Zeit überbrücken. Genau, beziehungsweise halt beim Friseur. Ja, genau. Und eigentlich hatten wir vor, noch eine Kleinigkeit vorher jetzt zu essen. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen, weil Henrik mal wieder zu langsam war mit der Auswahl von seinem Outfit. Die Lüge! Nein, Bammel, viel zu lang. Ich versuche mit dem Winkel zu experimentieren. Übrigens, du hast die Kamera auf das Navi gestellt. Ja, yeah. Hier auf dem Handy ist es auch noch an. Ah ja, okay. Nach dem Friseur haben wir irgendwie nicht so richtig eingesehen, nochmal nach Hause zu fahren, weil nicht mehr so viel Zeit war. Genau. Und es ist immer so ein bisschen aufwendig, in die Stadt zu kommen. Und der Italiener liegt halt eigentlich auf dem Nachhauseweg. Deshalb haben wir da jetzt ein bisschen die Zeit vertrödelt und haben ein paar Mails noch geschrieben, haben einen Kaffee getrunken. Ja, und so waren ein kleines bisschen einkaufen. Ja, aber wirklich nur so ganz spontan. Ja, und ich habe sogar 2 Sachen gefunden. Vielen Dank an alle die abgestimmt haben. Hat mir sehr weitergeholfen. Habe ich bei Insta gemacht. Also, falls euch sowas interessiert, schreibt mir das doch mal gerne. Ich verlinke euch auch unsere Insta-Accounts. Da machen wir sowas häufiger. Und ich konnte nicht, ich musste mich so zurückhalten. Henrik hat sich halt so professionell beraten lassen, was er für eine Gesichtscreme benutzen soll. Weil meine sind dir nicht gut genug. Das ist nicht wahr. Red mich doch nicht so auf, ich mach doch nur Quatsch. Ja, aber die anderen wissen nicht, ob das Quatsch ist oder nicht. Nein, ich finde deine Cremes sehr fancy und toll, aber die meisten riechen halt sehr nach Frau. Außerdem denke ich mir, es gibt so viele spezielle Männerprodukte, irgendwas muss da doch dran sein. Sollte mich etwa das Marketing belügen? Auf jeden Fall, Henrik hat sich da ja beraten lassen von dem Verkäufer, der hat das auch echt toll gemacht, der hat sich so Mühe gegeben. Und ist ruhig geblieben bei all meinen doofen Fragen. Leute, das Dessert ist angekommen. Henrik hat natürlich wie immer keins. Mein Papa hat auch keins, nur die Frauen haben eins. Ich hab eins. Graf erzählt. Das zählt nicht. Ja, wir. Ich sehe betrunken aus. Bist du betrunken? Nein. Bin ich überhaupt nicht. Tatsächlich nicht. Je mehr man es verneint, desto mehr sieht man schuldig aus. Wirkt man, ja, genau. Es war auf jeden Fall so ein schöner Abend. Also absolut, ja. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause. Wir sind auch schon gleich da. Und dann gehen wir schlafen, weil es ist schon 11:30 und morgen stehen wir wieder früh auf. Also, jo. Machst du morgen Sport? Ja. Ich auch. Ich habe mir jetzt vorgenommen, alle 2 Tage mache ich Yoga und alle 2 Tage mache ich Sport. Harte Routine. Ich weiß. Das ist meine Vor-Paris-Shooting-Routine. Also du machst sozusagen Montag-Yoga, Dienstag-Sport, Mittwoch-Yoga, Donnerstag-Sport? Ja? Alle 2 Tage halt. Ja. Ja. Okay, dann morgen um 7 im Kabuff. 7? Treffpunkt. 7 Uhr schon Sport? Nee, das schaffe ich nicht. Also ich will erst frühstücken und in Ruhe im Leben ankommen, bevor ich irgendwas mache. We're a high school teacher, caught us when making out. You and me, perfect strangers, but really not at the same time. Nothing can come between us.
You and me, we're staying alive, alive. Wir haben heute ein geschäftliches Treffen in einem Hotel in Düsseldorf. Und ich bin schon echt sehr, sehr gespannt, was die zu erzählen haben. Das könnte nämlich echt sehr cool sein, ja. Ich glaube, ich habe euch das nie erzählt. Aber ich feiere das immer viel zu übertrieben, wenn wir mal einen Termin haben, der halt nicht zu Hause ist. Das ist so witzig, weil so viel der Zeit, die man halt so als YouTuber und Instagrammer und sowas verbringt, ist halt vor einem Bildschirm. Und halt, indem man schneidet und halt zu Hause ist, was cool ist. Also ich finde es cool, so... Der Trick ist es echt, sich so Arbeitsräume zu schaffen in der Wohnung, im Haus, keine Ahnung. Egal, anderes Thema. Aber manchmal merke ich echt so, boah, ich war jetzt 2 Tage lang, außer vielleicht im Supermarkt, nur zu Hause. Deswegen ist es echt sehr, sehr cool, wenn mal irgendwas so stattfindet, wie ein Dreh irgendwo oder ein Treffen wie jetzt halt. Und außerdem, das Hyatt, wo wir uns treffen, ist voll schön. Die haben so ein gutes Restaurant. Ja, das stimmt. Ich bin jedes Mal gerne da. Man fühlt sich so fancy irgendwie. Ja, das ist echt, das ist wirklich schön, ja. Der Hafen ist cool. Wir versuchen später vielleicht noch irgendwie so ein Sonnenuntergang-Foto hinzubekommen. Mhm. Mit dem Handy. Übrigens. Fahrer-Goals. Ja, ich bin ein toller Fahrer. Ich habe vermieden, dass wir an der roten Ampel haben stehen müssen. Oh mein Gott! Hast du die Uhr nicht gestellt? Ich bin so doof! Ich hab diese Uhr jetzt schon seit ein paar Wochen. Ich hab die auch schon häufiger getragen. Aber, Fun Fact über mich, ich benutze Uhren nie, um die Zeit daran abzulesen. Was? What? Absolut bescheuert ist, weil ich nicht dran gewöhnt bin. Und immer das Handy in der wofür, Hand habe. Wofür benutzt du Uhren dann? Weil es schön aussieht. Was ist meine Frage? Ah. Gleich ist das Handy kaputt. Jo, auf jeden Fall fällt mir gerade auf meiner Uhr ist 20 nach 2 und es ist eigentlich 17:52. Echt viele Möbel hier rumkreisen. Okay, lass den Mist. Ich hab's nur schlimmer gemacht. Ich liebe es, wenn sowas passiert. Ja. 1:53. Das ist echt gut. 7 Minuten mehr und wir hätten unglaubliche 7,50 € bezahlt. Dann frisst unser Geld auch schon mal. Oh, ich konnte mich nicht entscheiden, welche Handtasche ich mitnehmen soll, deswegen habe ich beide mitgenommen. So, und bei uns endet der Abend wieder mit lecker Essen und Netflix. Henrik hat mir wieder Spezialrührei gemacht, das ist so lecker, da ist Käse drin und Zwiebeln und so und ich habe Guacamole gemacht. Ja, die ist und auch immer super. Dann haben wir noch lecker Tee und ich esse noch die Reste vom Mittag auf und habe mir dazu noch Brot gemacht, ja. Und jetzt suchen wir hier auf Netflix noch irgendwas, was wir uns angucken können. Genau. Ja, genau, dann wird das kalt, oh mein Gott, das kenne ich total. Auf jeden Fall wollten wir euch schon mal gute Nacht sagen an der Stelle, weil außer Netflix gucken und essen und schlafen machen wir auch nichts mehr. Also dann. Gute Nacht. Gute Nacht.